Willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Video. Wie versprochen, ja, gibt es jetzt auch noch das Video zu MYZEP und seiner EP, die herausgekommen ist, Leute. Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab, Leute, oder auf Spotify oder wo auch immer. Und gönnt euch die EP noch, Leute, ja. Jetzt haben wir aber ein Feed, und zwar MYZEP Feed Crimer mit Lass sie kommen. Ich muss sagen, Crimer sagt mir nichts, also ich habe den Namen bis jetzt nur von der EP von MYZEP irgendwie wahrgenommen. Also ich weiß nicht, was er sonst noch so für Sachen macht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, Leute, weil ich habe bis jetzt auch noch nicht in die EP reingehört, weil ich gewartet habe, bis ich jetzt dieses Video hier aufnehmen kann. Deswegen werde ich nachher gleich auch erstmal gespannt in die EP reinhören. Ich habe bis jetzt nur Positives gehört und auch nur von Leuten gehört, yo, guckt den Track an, hört den Track an, übel gut, übel gut, übel gut. Werde ich noch machen, Leute, keine Sorge. Jetzt aber erstmal MYZEP Feed Crimer, lass sie kommen, Leute. Ich würde mich sehr darauf freuen. Ganz kurz bevor, grüße ich noch einmal den lieben Marco. Danke fürs Folgen auf Instagram. Wenn ihr auch einen kleinen Shoutout haben wollt, folgt mal einfach @flodaflo, meine lieben Freunde. Da werden immer neue Infos gedroppt. Und falls mal irgendwie ein Video später kommt oder früher oder welches Video online kommen soll oder so, dann wird es da alles auf Instagram stattfinden, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein, Leute. MYZEP Feed Crimer, lass sie kommen. Official Lyric Video, also kein Musikvideo dabei, Leute. Aber das soll uns nicht interessieren. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem rein. Ich grüße noch die Leute von Patreon, Simon, Philipp, Edoras, André und Izzy. Danke für euren Support, Leute. Und dann geht's jetzt los, Leute. Boom! Bro, ich lebe. Oh, ich sehe gerade auch 420 lang, Leute. Zufall? Bro, oder Schicksal? Ich für die Songs an der Lille, lass sie kommen. Der Hype explodiert, ihr versteht's, wenn sie kommen. Oh. Schaut keiner mehr weg. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Auch nach weiter kommt Tracks, alles nur für die Familie. Oh. Für die Brüder, mächtig. Schaut keiner mehr weg. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Bro, ich schlippe die Songs an der Lille, lass sie kommen. Der Hype explodiert, ihr versteht's, wenn sie kommen, dann kommt keiner mehr weg. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, auch nach weiter kommt Tracks, alles nur für die Familie. Das ist eben der Style, den man von ihm kennt, jetzt von, sei es Rolex oder auch so Therapie, was wir auch schon gehört haben, was ausgekoppelt wurde. Es ist halt so ein bisschen dieses Raf Camora-Feeling, was drüber kommt. Und ich finde, er baute aber seinen eigenen Style noch draus, was ich extrem geil finde. Und das ist halt das, was ich so cool an der EP jetzt schon finde, auch wenn ich jetzt bis jetzt nur diese vier Tracks gehört habe, dass es eben doch ganz unterschiedlich ist irgendwie von den Styles. Wenn man das jetzt mit Drive-By vergleicht, ist die EP sehr vielseitig. Die kommen, lass die kommen, auch nach weiter kommt Tracks, alles nur für die Familie. Für die Brüder, die geblieben sind. Nice, Mann. Alleine in meinem Zimmer, Bruder, krankhaft. Traum schießt mich ein über den Winter, Bruder. Musik ist der Klimax, deshalb schreibe ich wie behindert. Deshalb reim ich wie behindert. Seh die Zeichen wie ein Blinder, sammel Cash, Cash, Cash. Seh die Zeichen wie ein Blinder, Alter. Auch eine echt schöne Line, Mann. Seh die Zeichen wie ein Blinder. Weil bei der Blindenschrift fühlst du ja auch so Zeichen rum, Leute. Ich habe mal überlegt, ob es schlau wäre, Blindenschrift zu lernen. Oder Gebärdensprache, was von dem schlauer wäre. Und dann wollte ich irgendwann mal Gebärdensprache lernen, weil man sich mit seinen Kollegen dann so unterhalten kann, ohne dass Leute das checken, so auch während der Klausur oder so. Aber ja, ich habe es dann aufgegeben. Aber krass, jetzt sehe die Zeichen wie ein Blinder. Auch dieser Widerspruch, ich sehe die Zeichen wie ein Blinder. Aber ja, ey, cool. Schreibe ich wie behindert, deshalb reim ich wie behindert, sehe die Zeichen wie ein Blinder. Blinder. Für den Panamera schwarz, Digga, Amjas und ich hab mal wieder nicht bezahlt. Bin wach, stundenlang, Status unbekannt. Rap geht nicht mehr weg, ich beiß mich fest, so wie beim Hundekampf. Mach immer nix, wo ich hab schon vieles gesehen. Rapper machen Filme wie bei Kika.de. Ich trippel mich. Rapper machen Filme? Ich hab schon vieles gesehen. Rapper machen Filme wie bei Kika.de. Also anscheinend Kika.de, Leute. Kika, bester Sender der Welt, muss man sagen. Als Kind, Alter, immer Kika eingeschaltet hier. Unter anderem, weil das Schloss Einstein lief, Leute. Beste Serie der Welt. Meine Opinion. Ja, Rapper machen Filme wie bei Kika.de. Ich glaube, es gibt da diesen einen, der mal Rapper war und jetzt bei Kika Moderator ist. Kann das sein? Dieser eine Typ. Ich glaube, also, ihr werdet wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Dieser eine Typ, der immer alles Mögliche bei Kika moderiert. Ich glaube, der war mal Rapper. Ich glaube schon. Oder hat mal irgendwie Mucke gemacht nebenbei. Ich finde aber seine Stimmlagen hier, seine verschiedenen Stimmlagen und aufgrund dessen, wie es gedoubbelt ist, hört sich das einfach so mächtig teilweise an. Mach immer nix, wo ich hab schon vieles gesehen. Rapper machen Filme wie bei Kika.de. Ich trippel mich hier durch, so wie bei FIFA 010. Sag was Falsches, du weißt, es gibt IVP. Ihr drückt alle ab, 40%, so wie Jackie. Independent Rap für die Fam, self-made und heavy. 100 Back, 180 nach Kickstart. Der erste deutsche Rapper, der in Knast geht für Blitzer. Guck, sie sind ein Codein oder Prometazin. Doch ich fick diesen Stil, will nur Kohle verdienen.
verdienen. Ich sag Bon Appetit, wenn die Schrot. Alter, wie geil das hier gedoubled ist, wirklich. Auf eine ganz eigene Art irgendwie. Doch ich flieg diesen Stil, will nur Kohle verdienen. Ich sag Bon Appetit, wenn die Schrotflinte schießt. Und dann vor meiner Punchline dein Opel zersiebt. Das sind 1,89, Boss vom Bitch. Deine schwulen Freunde hören Rock wie bei Snitch. Flick Medizin, ich hätte einen rappenden Doktor gekriegt. Hätte schon 2015 jeden Keck mit Pops Bro geschmeckt. Für die Songs von Daniel, lass die Echtig, kommen. Alter. Der Hype explodiert, ihr versteht, wenn sie kommen. Hat ja keiner mehr weg. Lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Auch nach weiter kommt Tracks, alles. Zum letzten Tag, ich nehme mein Messer mit. Okay, jetzt der Part von Crimer, Leute. Wie gesagt, das erste, was ich von ihm höre, aber jetzt schon muss man sagen, dass die Stimmlage sehr gut zu der von Meise passt. Vertrete meine Werte, ich immer bis zum letzten Tag. Ich nehme mein Messer mit ins Grab und ritz die Texte in den Sarg. Mai zu Crimer, lass sie kommen, die Seele ist schon lang Beton. Ich hacke weiter, Bruder, denn ich bin noch lang nicht angekommen. Jeden Tag ein neuer Song, 3 Uhr ist das Minimum. Gib mir eine Beat und ja, ich bring ihn um. Boxy bis ins Klinikum. Crimer ist mein Name und ich zeige keine Gnade. Ja, bei mir ist alles real, bei euch ist alles nur Fassade. Doch ich fick. Ich will ganz kurz gucken, von wem eigentlich das, das Lyric-Video ist. Falls das hier steht, Video bei Skalfi, Digga. Warum sagst du mir nichts, Mann? Warum sagst du mir nichts? Ich hab mir schon sowas gedacht, Alter. Warum sagst du mir nichts, Diggi? Ach, Mann. Weil ich finde das Lyric-Video ist echt cool, Mann. Das ist nicht so diese Standard-Lyric-Videos, die man kennt, irgendwie, wo der Text halt einmal cool eingeblendet wird, dann ist es weg, aber es hat so einen eigenen Style irgendwie. Es wirkt schneller, es wirkt nicht so langweilig, sondern ich hab irgendwie Lust, den Text zu lesen. Was man sonst nicht hat bei Lyric-Videos. Mein Name und ich zeige keine Gnade. Ja, bei mir ist alles real, bei euch ist alles nur Fassade. Doch ich fick drauf, du zweifelst ja den Kick auf. Bei mir ist alles Risiko von 0 auf 100 Kickdown. Rappen für die Fam ist das Motto hier bei uns. Lieber sterbe ich heute noch, mal als zu leben wie ein Hund. Dieses Leben, meine Bitch. Ja, du kriegst dich, was du kippst. Deshalb gebe ich weiter Fix, der bin die Booth und liefer Hits. 3 Uhr morgens und ich sitz schon wieder an dem Track. Gebe weiter keinen Fick, ob du Sativa harte Peps. Freunde werden Feinde und verraten dich wie Bitches. Diese gottverdammte Welt ist nicht mehr gerade oder richtig. Was ich hab, ein Stuhl. Auch hier zum Beispiel, diese gottverdammte Welt ist nicht mehr gerade oder richtig. Und währenddessen kippt der Text so. Also es wurde sich auch beim Lyric-Video allein schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht als bei anderen Projekten, würde ich sagen, vielleicht. Und jetzt zu Crimer eben, ich finde ihn echt angenehm. Er hat eine angenehme Stimme, einen angenehmen Flow. Und wie gesagt, er passt einfach auf den Text, auf den Track mit Meiser echt gut drauf. Diese gottverdammte Welt ist nicht mehr gerade oder richtig. Was ich hab, ein Studio plus guten Flow und du bist nur ein Hurensohn im Studium. Was bringt dir deine Schule schon, wenn du in deinem Leben keine Werte oder Ziele hast? Ne Eins auf dem Papier stehen, hast doch keinen, der dich lieben kann. Das wahre Aussage, Digga, wahre Aussage. Das Thema hat mich doch nie im Leben angetrieben. Ich bekam nur Kopfschmerzen, bitte gib mir Aspirin. Bro, ich lebe für die Songs an der Lehre. Danke, Hook. Danke, Hook, Mann. Hört euch auf jeden Fall die EP, Leute. Ey, ach Leute, was ein geiler Track. Holy shit, ich habe von euch schon gehört, dass bei unter anderem ungefähr 80% der Tracks irgendwie so eine geile Hook dabei sein soll. Ich freue mich drauf, Leute. Ich werde die ab heute dann auch rauf und runter hören, die EP, und werde euch meine Meinung auch nochmal auf Instagram irgendwie sagen. Aber bis jetzt schon mal von den 3 oder 4 Tracks, die ich gehört habe, auf jeden Fall. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, Leute. Ich bin mehr als zufrieden und finde es einfach geil, dass Meiser jetzt hier so ein Brett rausgehauen hat von der EP. Und ja, ich hoffe, dass da noch mehr kommt in Zukunft, Leute. Aber jetzt auch, wie gesagt, mit Crimer. Das erste, was ich von ihm gehört habe. Korrekter Dude. Angenehm Flow. Schöne Stimmlage und passt jetzt halt echt gut zu Meiser irgendwie zusammen. Und ja, ansonsten hier eine übertriebene Hook, muss man einfach sagen. Beat ist auch wieder krass hier bei Josie. Der hat, glaube ich,
nicht das gesamte Album, aber nicht die gesamte EP, aber er hat, glaube ich, 3 oder 4 Tracks von der EP gemacht. Also ich glaube schon mit die meisten produziert. Auf jeden Fall auch ein cooler Beat gewesen und natürlich auch ein geiles Video wieder. Grüße gerne aus an Skyfe, ja. Auch ein Ehrenmann, den man supporten kann. Davon checken wir heute oder morgen seinen Track auch aus. Habe ich leider ein bisschen verplant, deswegen tut es mir sehr leid. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, kommen wir zum kleinen, großen Mini-Fazit. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, es war eigentlich verdammt geiler Track, Leute. Das ist halt der Style, den ich feiere, aber auch dieses Aggressive wie bei Drive-By finde ich halt cool, dass er das so zusammengemischt hat und jetzt nicht nur sich auf einen Style fokussiert hat, sondern schon geguckt hat, okay, ich versuche so ein bisschen was Vielseitigeres zu machen. Von daher für mich auf jeden Fall absolut nice, Leute. Auf mich zugeschnitten wie ein Anzug. Und ja, würde ich sagen, was ist mit diesem Video, Leute? Schreibt mal rein, was ich mir noch ansehen soll. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Ansonsten supportet MyTap, Leute. Link in der Beschreibung zu Amazon und zu Spotify, bla bla bla. Ihr wisst doch, wie es läuft, Leute. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis dann, bleibt fresh und ciao. Flow the flow.